Wieder da, in Tomb Raider 1, und hier ist dieser miese, gemeine und hinterhältige Gang, der mich das letzte Mal das Leben gekostet hat. Das ist eindeutig normaler Sand, egal. Auf jeden Fall gab es hier noch einen anderen Weg, und zwar dort hinten, den werde ich nun bestreiten. Stein? Stein? Nein, Magnum-Munition. Und hier? Stein? Nein. Okay, sieht sicher aus. Wetten, wenn ich die jetzt aufhebe, öffnet sich dein Gang und da kommt ein Stein durchgerollt. Verdammt! Ich habe eine Wette verloren. Egal. Komm, warte, warte. Da ist ein Speicherkristall. Da ist ein Kristall. Und da ist kein Stein. Aber was ist das da für ein Gang? Ein Hebel. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den Hebel betätige. Ich weiß nur, dass das hier ziemlich dunkel ist. Ja, klar, das ergab gerade Sinn. Ah, wieder im Hauptraum. Okay. Und wenn ich jetzt hier so runter mich erstmal dranhänge. Speicherkristall. Puh. Warte, liegt hier oben noch was? Nee. Wow. Wir sehen uns gleich wieder. So, weiter kann's gehen. Da sind zwei gemeine Tiere dort unten. Ich weiß nicht, ob das Spiel mich dafür bestrafen wird, wenn ich sie nicht abschieße, sondern versuche, darüber zu gehen. Okay, warte, warte. Wenn ich schon hier oben bin, kann ich auch die Pistolen benutzen. Ja, lauf hinter die Säule. Hey, du machst Pierre nach. Das melde ich. So. Komm schon, stirb. Irre ich mich oder war der Raum hier eben noch viel dunkler? Vielleicht war es auch nur Sichtweite. Das kann natürlich auch sein. Ja, nur allzu logisch. Okay. Leute, wie lange soll das noch dauern? So, sie sind ja fast tot, von daher. Jetzt. Da habe ich schon wieder so jemanden, der sich vor mir verstecken will. So, jetzt kommst du nochmal, dann schieße ich dich nochmal ab und ja, geht doch auch einfach. Warum denn kompliziert, wenn es auch einfach gehen könnte? Hallo? Ich habe euch beide eben abgeknallt? Okay, wartet. Das wird jetzt ein epischer Kampf oder so. Bitte. Nach hinten, nach hinten. Okay, jetzt nach vorne. Drehen. Okay. Das ging ja nochmal gut. Wetten, wenn ich das jetzt hole, kommen wieder ein paar. Nein. Gut, dann sehe ich das große Medipack mal als Entschuldigung von Core Design und werde sie nicht räuchern und lynchen. Räuchern, klar. Werde sie nicht lynchen. Und hoch hier. Sie wollen jetzt, dass wir die mittlere Säule dort ignorieren, weil wir denken, dass sie nur Attrappe gewesen ist. Und das war sie auch. Herzlichen Glückwunsch. Was? Ich hab grad Mieze-Katze gehört. War wohl nichts. Oh! Boah! 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 Das war erschrocken. Erschreckend. Ich geb's ja zu. Boah. Boah.
Hier ist das also. So, wir kommen da oben noch nicht hin, weil der Raum hier ist zwar mit Sand gefüllt, denn der Raum hier ist zwar mit Sand gefüllt, aber mit sehr wenig Sand. Allerdings gibt es hier einen Weg, den Raum zu verlassen. Das ist technisch notwendig. Und ich meine das jetzt absolut ernst, wirklich. Oh, aber da ist kein Stein. Und hier? Ja, hier ist ein Raum voll mit Sand. Dieser Sand führt mich aber nicht weiter. Ist das, was hinter dem Fenster lag? Ja, klar. Da ist wieder der Hauptraum mit dem Hebel. Dieses Fenster ist genial. Und hier ist ein Schlüssel. Was ist es für einer? Saphirschlüssel. Naja, solange der Schlüssel keinen gewissen anderen Namen trägt. Wow. Wow. Obwohl, das sieht doch total leicht aus. Was soll die Plattform dort, wenn sie nicht gebraucht wird? Ja, das war dann natürlich wiederum sehr dumm. Wo bin ich? Och nö, ich bin nicht hier wieder. Och komm, das darf doch nicht sein. Dürfte aber auch egal sein, denn soweit ich das in Erinnerung habe, haben wir ja im Hauptraum, und da sind wir jetzt leider wieder in der Nähe von, um genau zu sein, sind wir im Hauptraum. Ihr wisst ja, das Gesicht ist das Hauptsächliche. Na, verdammt. Eine Klappe geöffnet. Eine Klappe nach unten. Der sollte es eigentlich möglich sein, wieder schnell runterzukommen. Und was ist da los? Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, hier bin ich wieder. Ich habe das Spiel geladen und bin hier hingelaufen, weil es mir echt zu blöd war, das Ganze jetzt nochmal via Rückweg zu machen. Und hier ist ein Hebel. Wir wissen nicht, was dieser Hebel ausgelöst hat. Aber wir können es herausfinden. Und wir werden es herausfinden, sofern ich jetzt nicht irgendwo runterfalle. Jetzt hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Oh, war das? Nein. Verdammt. Okay. Und jetzt sind wir wieder hier. Oh, was ist denn da passiert? Ist das gut? Nein. Ich muss, glaube ich, im richtigen Moment jetzt abspringen. Jetzt. Okay, das war super. Wie ihr seht, sind da jetzt zwei Öffnungen aufgegangen. Und wir sind hier unten. In diesem Raum, der vorher, in dem vorher kein Sand war, da war Sand, sah bestimmt physikalisch, von der Physik her total geil aus, wie er Sand reinrasselt. Nicht. Denn um ehrlich zu sein, haben sie einfach den Raum gewechselt. Und wir benutzen den Saphirschlüssel. Wodurch, wow, sich diese Tür öffnet? Ich hätte es aufs Gitter getippt. Gitter sind mir lieber, weil man durchgucken kann. Das war die Stadt von Carmon. 20 Kills, 22 Pickups, ein Secret von 3. Und Zeit hat mich das 46 Minuten gekostet. Machen wir weiter. Wir sehen uns im nächsten Level.